gewesen sein. Dann öffnen wir mal die Türen. Speichern uns ein Material, dann den mysteriösen Schleim sehen wir uns an. Die Tür schließen wir wieder. Temperatur bringt gar nichts. Wahrscheinlich Luftdruck dann auch nicht. Nö. Okay, dann wieder zurück. Was ist hier jetzt? Echt? Haben wir nochmal Efe, was wir nehmen können? Nö. Haben wir irgendwelche Daten, die wir noch schicken können? Das behalten wir, behalten wir. Ne, wir haben nichts, was wir schicken können. Okay. Also dann. Ich muss hinter wieder zur Apoapsis und abbremsen. Nervt. So. Das ist schade, dass das nicht gereicht hat. Ich habe mich ein klein bisschen verrechnet. Also etwas mehr Treibstoff fürs All mitnehmen und etwas mehr, damit das auch überhaupt hier ankommt, weil ich habe schon ein Viertel des Terriers verbraucht, bevor ich überhaupt hier oben war. Das war ein bisschen schade. Also Periapsis müssen wir entgegen, das ist das Entgegensymbol, das ist nämlich in der Mitte durchgeixt, das ist das Rückwärtige, die Periapsis müsste jetzt sich verkleinern, oh ja, und die ziehen wir mal runter, auf die 40.000. Dann machen wir mal einen relativ heißen Anflug. Und vor der Periapsis bremsen wir noch den Rest Treibstoff ab. So, hier ist kein X, das ist die falsche Richtung. Ich will die Gegenrichtung haben. Das ist die Gegenrichtung. So, wenn wir eingetreten sind unter 71.000, bremse ich. Jetzt Vollschub. Und dann fahren wir das mal ein, damit es nicht kaputt geht. Die Antenne. Die wollte ich eigentlich ebenfalls einfahren, wenn ich sie treffe. Ach du Scheiße. Wir kommen jetzt schon in diesen Bereich. Okay, ist aus. Dann sprengen wir das Ding ab. Ups. Bleibt die Antenne ausgefahren, scheiß drauf. Antenne ist zerstört. Okay, hat sich gerade erledigt. Jo. 2600 Meter pro Sekunde. Geht's heiß her. Jetzt kommen wir natürlich etwas scharf rein. Nein.
Nein, 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 nein. Nicht rudeln. Alter Schwede. Ich hasse das. Okay, die Apoapsis kommt. Das wird ein richtig heißer Ein. Nein! Scheiße, getrudelt! Ah, wenn man einmal... Oh, das war's. Nein! Noch lebt er. Noch lebt sie. Das ist genau falsch rum. Die Kapsel ist noch da. Alles cool. Valeria ist noch am Leben. Oh Gott, wir kommen quer rein. Alle Experimente sind weg. Scheiße. Oh, 15.000. 500 Meter pro Sekunde, 400. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist ein Komet. Nein, eine Eisrakete. Ihr seid so doof, ey. Das hat doch geklappt. Ging doch super. Fallschirm rauskommen. Und Valeria. Ein bisschen Pipi im Höschen, ne? Das war eng. Ach du Scheiße. Diese Kapsel ist zu groß irgendwie. Das ist so instabil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du, da guckst du einmal auch in den anderen Orbit und bäm, macht's. So was Blödes. Okay, machen wir gleich. Dran sind wir vorbeigeflogen. Mann, so ein Mist. Eine Raketenstufe mehr, hätte ich gesagt. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Treibstoff für den Terrier. Ja, ich habe noch den Schleim. So, spulen wir ein bisschen vor. Puh. Ja, das war mal eine enge Kiste, oder? Ja, das Forschungsmodul ist da nur draufgegangen. Genau, das ist eh explodiert. Hier kein Schatten. Wo hier ein Schatten ist. Da ist der Schatten. Oh Gott. Also einmal Schleim sollen wir hier noch starten. Machen wir. Dann gehen wir kurz raus. Helm entfernen, Halsring entfernen. Yay! Und Eva bringt gar nichts. Okay. Dann können wir auch wieder reingehen. Also, bergen. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt läuft's besser. Also nicht nur, weil wir Forschungspunkte haben, wie blöd. Sondern, weil sie jetzt ein Level hat. Jetzt kann sie dir selber die Dinge halten. Ich muss nicht immer nachsteuern. Ich kann einen Autopilot machen, kann sagen, halte diese Position und gut ist. Das ist ein Vorteil. 23.000, also nicht mehr viel. Weil wir es nicht geschafft haben. Ah ja, aber das können wir kurz testen. Bums testen.
Flüssigtriebwerk MK55. Ach, die Dinger. Ach du Scheiße, ist ja riesig. So, Sprit raus, es müsste funktionieren. Auf die Startrampe, Test anwerfen, gut ist. Das war's. Schneller Auftrag, ich habe wieder ein Dings frei und ja, das war mal lockeres Geld. Zwei Touristen befördern, machen wir nicht. Mantelstromtriebwerk J33 testen. Das ist auch so eine schnelle Nummer. Das machen wir, um Geld reinzukriegen. Das ist jetzt sowas wie eben. Einfach nur zack, Test, fertig, boom. Das ist geschenktes Geld. Wo ist das Triebwerk? Da. Brauchen wir wahrscheinlich Halterung, sonst fällt es einfach um, das Teil. Irgendwelche Haltebeine, die wir vielleicht dran basteln können. Keine Ahnung, wir probieren es einfach. Wir schauen mal. Müsste ein einfacher Test, müsste funktionieren. Und wenn, ich habe ja keinen Pilot drin. Nein! Ich wollte noch ausfahren, ich kam nicht mehr schnell genug ran. Scheiße, okay, machen wir einen Test. Jo, hat geklappt, alles klar, danke. So auf der Kugel vom Kopf gelandet, oh, wie peinlich. Und ich hatte die Presse nicht mitbekommen. Ist egal, es gab Geld, fertig. Oh. Was ein Scheiß. Egal, lass kippen. Ja, ja. So, so, positioniere einen Satelliten in der Umlaufbahn von Kerbel. Das habe ich doch vor. Genau das will ich. Sonde ohne Crew. Umlaufbahn. Apoapsis, Periapsis, Neigung soll er sogar haben. Okay, wir brauchen sowieso. Auf welche Umlaufbahn soll das denn sein? Run! Danke für den Host! Hä? Lese ich das richtig? Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist denn das für eine Apoapsis? Was ist denn das für eine Periapsis? Also, das ist doch, das ist nicht das. In der Umlaufbahn von Mun, okay.
Wir können doch mal einen schnellen Test machen. Den Pudel, okay, nehmen wir. Ah, auf dem Radar wird es angezeigt. Okay, wir machen erstmal einen Pudeltest und dann gucken wir. Wo ist denn der Pudel? Jo, alles klar. Oh, Alter, was ein Klopper. Klar testen wir den. Was denn sonst? Wäre mir schön. Pff. Run! Sehr schön, Run. Also, kurzer Test. Fluchtbahnrichtung. Ich glaube, das war jetzt nicht so. Hätte ich mir doch die Aufgabe noch etwas genauer durchlesen sollen. Mist. Flucht. Scheiße. Ach komm, weg damit. Bin ich da jetzt schon wieder gekniffen, wenn ich das annehme? Im Flug. So. Das ist die Position von diesem Satelliten. Das ist weit außerhalb des Mondes. Wie soll ich denn den Satellit dahin bringen? Ich bin ja froh, wenn ich erstmal selber da. Eieiei. Nee, also, wir bauen jetzt erstmal eine Rakete, die überhaupt zum Mond kommt. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal vorrangig. Also. Orbit 1.1 war das letzte. Und da war der Boost ja nicht so toll. Wenn wir ein bisschen größere Booster nehmen. Was hat denn der kleine gekostet? 400, der kostet 800. Auf 60%. Na, sagen wir mal 50% Leistung. Die werden dann weggesprengt, okay. Das ist dieselbe Konstellation. Jetzt machen wir noch eine Änderung an dieser Konstellation. Mir hat nämlich der Terrier ein bisschen zu wenig Treibstoff gehabt. Der kriegt die doppelte Portion Treibstoff.